Strömungslehre. Ach ja, der Traum vom Selberfliegen. Naja, weil die Menschen eben nicht davon lassen können, haben sie sich früher solche ganz einfachen, man sagt Rogallo-Drachen gebaut und so weiter und so fort. Ist ja alles gut und schön, aber ich bezweifle, dass die meisten von denen wirklich wussten, was sie taten. Also, wer wirklich selber fliegen will, der sollte sich mit Strömungslehre auskennen. Auch Gleitschirmfliegen, das ist kein Fallschirm, sondern es ist eine Fläche, die braucht Anströmung und so weiter und so fort. Und wo wirklich der Druck entsteht, der uns nach oben treibt und. Oder mit welchen komischen Mitteln man auch Flugzeuge bauen kann. Mit Besenstielen, mal übertrieben gesagt. Das wird alles in den Videos erklärt. Dazu haben wir eine Playlist gemacht. Und die Links da führen dahin. Die ganze Zeit rede ich, weil wie üblich hier oben die Links erscheinen und zum Schluss die Links hier im Video. Also wer das verstanden hat, es kann sein, dass der vergiftet ist. Vergiftet im positiven Sinne und selber Pilot werden möchte. Das ist übrigens nicht unmöglich. Na denn, ich freue mich, wenn ich euch in Anführungsstrichen vergiftet habe. Ich bin's übrigens auch. Ich war mal so weit, aber naja, egal.